Eine Reiterstaffel, die Corona-Kontrollen durchführt. Dieses Foto hier, das stammt aus Hamburg. Haarwestehude aus dem Park. Berittene Polizisten gegen Menschen, die bloß andere Menschen treffen wollen im Park. Schauen Sie sich diesen Mann an, schauen Sie ihm ins Gesicht. Er ist ganz erschrocken, zieht seinen Impfnachweis aus der Tasche, denn die Polizisten bei den Corona-Kontrollen sind wirklich respekteinflößend da oben auf dem Pferd. Das ist die eine Seite des deutschen Rechtsstaates, die richtig strenge. Und das hier, das ist die andere Seite des deutschen Rechtsstaates, die lasche. Schauen Sie sich diese Millionenvilla hier an in Leverkusen, bewohnt vom kriminellen Clan Alzein. Diese Familie lebt seit mehr als 3 Jahrzehnten mittlerweile in Deutschland, dürfte gar nicht hier sein und betreibt kriminelle Geschäfte. Seit mehr als 3 Jahrzehnten zockt nebenbei Hunderttausende Euro an Sozialhilfe ab. Einfach so. Wie passt das beides zusammen? Die strenge Seite des deutschen Rechtsstaates bei Corona-Kontrollen, die lasche Seite des deutschen Rechtsstaates beim Umgang mit kriminellen Clans. Das braucht Antworten von der Politik jetzt. Deutschland hat Regeln, die werden eingehalten und die werden kontrolliert, und zwar streng. Ich habe damit selbst gerade erst mal eine Erfahrung gemacht mit dem Ordnungsamt hier in Berlin am Wochenende. Einmal kurz im Halteverbot geparkt, um den Wocheneinkauf auszuladen. Das waren keine 5 Minuten und zack, Knöllchen dran. Tja, da klappt der Rechtsstaat. Auch da ist er streng, unnachgiebig, wie im Park in Hamburg-Haarwestehude, wo der Staat seine Corona-Regeln mit einer Reiterstaffel verteidigt. Und dann auf der anderen Seite das. Kriminelle Clans, Großfamilien, die nur ein Ziel haben, in Deutschland mit kriminellen Geschäften richtig Kohle zu machen und unseren Sozialstaat auszunutzen. Schauen Sie doch noch mal auf diese Razzia in dieser Woche. Ein Großeinsatz gegen den Alzein-Clan in Leverkusen. Das ist die Familie von diesem Clan-Chef hier. Der nennt sich Mahmoud Alzein oder noch lieber El Presidente. Ein Mann, der nie in Deutschland hätte sein dürfen, illegal eingereist, seit 1988 einen Abschiebebeschluss, der ist mehr als 30 Jahre lang nicht vollstreckt worden, mehr als 30 Jahre. Und in all der Zeit hat er mit seinem Clan unseren Sozialstaat abgezockt, mit mehr als 400.000 Euro. Und zeitgleich lagen bei der Razzia in seiner Millionenvilla in dieser Woche 290.000 Euro Bargeld. Das verstehe ich nicht, wie das sein kann. Und bei mir ist jetzt vom LKA in Nordrhein-Westfalen, Landeskriminalamt, der Chefermittler dort, auch in Sachen Clans, Thomas Jungblut. Schönen guten Tag, Herr Jungblut. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu dem Schlag gegen die Clanfamilie Alzein gestern. Trotzdem, es ist schon erschreckend, was in diesem Zuge alles nochmal öffentlich geworden ist, welche Bargeldsummen mal beispielsweise dort gefunden hat, wie diese Familie die Sozialkassen abgezockt haben und auch in was für einer Villa die Familie so lange gelebt hat. Wie lange wissen Sie das schon, dass da Mitglieder der Alzein-Familie in dieser Millionenvilla gelebt haben? Also wir haben die Ermittlungen aufgenommen im Jahre 2017, 2018. Wir haben uns erstmal ein Bild gemacht über die Familie. Sie müssen wissen, dass wir in diesem Gesamtkontext Clankriminalität natürlich geschaut haben, wo Familien leben, die besonders auffällig sind, die eine besondere Rolle im Bereich der Clankriminalität spielen, und haben uns dann versucht, über vielerlei Maßnahmen an diese Familien heranzutasten und sind dann auf diese Familie gestoßen und sind dann auch auf den Erwerb einer Immobilie gestoßen. Das muss nur doch Sie und Ihre Beamten wahnsinnig wurmen. Sie wissen, dass die Familie zu dieser Villa beispielsweise und zu allem, was man da gestern gefunden hat, 290.000 Euro Bargeld, ganzen Eimer voller Schmuck, dass das nicht alles auf dem legalen Weg erworben wurde. Das wissen Sie oder ahnen Sie seit ganz, ganz langer Zeit. Wie sehr wurmt es Sie, dass es dann so lange dauert, das auch tatsächlich zu beweisen? Ich sag mal, wurmen ist der falsche Ausdruck. Natürlich gibt es Kollegen, die sich darüber sehr ärgern, aber man muss diesen Punkt in Ansporn umsetzen und sagen, wir nehmen das zum Anlass, jetzt ganz genau nochmal zu ermitteln, intensiver zu ermitteln, nicht loszulassen, auch Rückschläge hinzunehmen, die es auch mal wieder gibt in Ermittlungen. Und dann hat man halt auch mal das Glück des Tüchtigen und findet dann diese Summe von Bargeld. Was setzen Sie sich als Ziel, diese kriminellen Machenschaften zerschlagen zu haben?
wir setzen uns das Ziel Schritt für Schritt, Step by Step. Jetzt haben wir bei einer Familie zugeschlagen im Bereich Leverkusen. Wir haben gezeigt, dass die, die sich scheinbar unangreifbar fühlen, auch angreifbar sind. Und demnächst wird es eine andere Familienkern geben, der kriminell aufgetaucht ist, wo wir Maßnahmen treffen. Vielleicht andere Maßnahmen, das wird man sehen. Und so gehen wir von Schritt zu Schritt weiter und sind jetzt fest überzeugt, dass das irgendwann seine Wirkung zeigen wird. Danke für das Gespräch, Thomas Jungblut, den LKA-Chefermittler in Sachen Clans aus Nordrhein-Westfalen. Danke Ihnen. Und während die unseren Sozialstaat abzocken müssen, viele von ihnen Angst um ihre Rente haben. Die Sozialkassen sind leer. Sie können sich wahrscheinlich keine so eine Villa leisten, während der Al-Sein-Clan jahrzehntelang genau so gewohnt hat. Wie kann man sowas dulden? Darüber spreche ich jetzt mit Berlins Innensenator Andreas Geisel. Schönen guten Tag, Herr Geisel. Guten Tag. Haben Sie Four Blocks gesehen, die Serie? Ja, habe ich gesehen. War eine spannende Serie und ich habe auch mit den Polizisten vom LKA drüber gesprochen, die fanden das sehr lebensnah. Sehr lebensnah, genau das wäre die nächste Frage gewesen. Wie lebensnah ist es denn jetzt aktuell noch? Also wie viel Four Blocks ist jeden Tag in Berlin? Das Problem der Clankriminalität besteht natürlich weiterhin. Das ist über Jahrzehnte entstanden und wir gehen jetzt seit 2018 sehr energisch dagegen vor, auch bundeslandübergreifend dagegen vor. Wir fahren ständige Einsätze jetzt seit 3 Jahren. Aber natürlich ist das ein Marathonlauf, auf den wir uns dort begeben haben. Und im Moment sagen wir die Polizisten, der Respekt auf der Straße kehrt zurück. Aber wenn wir das nicht über längere Zeit, nicht über viele Jahre hinweg durchhalten, wird das nicht nachhaltig sein. Aber Four Blocks ist noch Realität, aktuell in Berlin, leider. Ja, davon muss man ausgehen. Kriminalität gibt es seit vielen Jahrtausenden. Insofern verschwindet die nicht. Aber wir haben uns entschlossen, sie nicht mehr hinzunehmen. Geht ja nicht nur sozusagen um Kriminalität, sondern um Dominanz dieser Familien, die ja nichts akzeptieren in Deutschland. Das ist ja sozusagen das Geschäftsmodell von denen. Wie sehr lassen Sie sich aktuell als zuständiger Politiker von denen auf der Nase rumtanzen? Das lassen wir nicht mehr zu. Wir gehen energisch dagegen vor und stehen diesen Kriminellen überall dort auf den Füßen, wo es ihnen wehtut, vor allen Dingen auch beim Geld, aber auch niedrigschwellig. Das fängt beim Parken in der zweiten Reihe an, das fängt an bei Brandschutzverstößen in Shisha-Bars, das geht über Drogenhandel hinweg bis hin zu Schwerstkriminalität. Und wir haben uns entschieden, wir greifen überall ein, und zwar behördenübergreifend. Wir arbeiten eng zusammen, auch bundeslandübergreifend. Und insofern, wir haben den Kampf aufgenommen. Wir werden ihn auch gewinnen. Also ich habe etwas gegen die Verzwergung von Deutschland. Wir sind das viertstärkste Wirtschaftsland der Erde. Wenn wir wollen, dann können wir auch. Aber wir müssen entschlossen handeln. Daraus spricht tatsächlich Entschlossenheit, Herr Geisel. Und trotzdem bin ich überzeugt davon, dass Sie sich doch auf der Nase rumtanzen lassen müssen, nämlich aktuell noch, weil Sie nicht überall so schnell Beweise finden. Das sagen uns ja auch die Landeskriminalämter. Es ist so wahnsinnig schwer, zum Beispiel diesen Sozialbetrug nachzuweisen. Wir haben jetzt gerade bei der Familie Al-Sein anhand dieser Razzia in Nordrhein-Westfalen gehört, 400.000 Euro allein an Sozialbetrug, das konnte nachgewiesen werden. Wer weiß, was dahinter alles noch steckt. Wie ist das in Berlin? Von welchem Ausmaß gehen Sie da aus, wie die Sozialkassen geplündert werden durch diese Familie, die gleichzeitig Millionen besetzen? Denn das bringt doch die Menschen ganz besonders auf die Palme in dieser Hartz-IV-Hauptstadt hier in Berlin. Wir haben in Berlin eine Größenordnung von etwa 380, 390 Personen, die der Clankriminalität zugeordnet werden, mit etwa 1.000 Vergehen im Jahr. Aber das ist das Hellfeld. Das Dunkelfeld ist zweifellos größer. Aber wir gehen energisch dagegen an. Und wir haben jetzt Immobilien beschlagnahmt im Wert von 70 Millionen Euro. Wir beschlagnahmen jedes Jahr zwischen 70 und 100 Fahrzeugen, gerade aus diesen Familien, die mit solchen Rasern, mit solchen Profilierungsfahrten durch die Stadt fahren. Also wir gehen energisch dagegen vor und wir haben auch Erfolge. Ich bestreite nicht, das dauert doch eine längere Zeit. Aber was wäre die Alternative? Es nichts zu tun und zu sagen, das ist so groß, wir fassen es gar nicht an. Das kann es nicht sein. Wir setzen unsere Regeln durch. Das dauert, aber wir werden Erfolg haben. Auf keinen Fall. Ich wollte nur noch mal auf diesen Sozialbetrug zu sprechen zu kommen, weil das eine Beleidigung meiner Ansicht nach ist für alle die, die jeden Tag arbeiten gehen, für alle die, die aber vor allen Dingen auch auf Sozialleistungen tatsächlich angewiesen sind. Auch für Sie ist das eine Beleidigung, dass die Menschen diese Gelder kassieren und gleichzeitig vor allen Dingen natürlich aus kriminellen Machenschaften über Millionen Vermögen verfügen.
Ja, das höhlt den Rechtsstaat aus, wenn Menschen sehen, dass Regeln gebrochen werden und der Staat nicht dagegen vorgeht, nicht handelt. Deswegen handeln wir, weil wir nicht hinnehmen, dass dem Rechtsstaat auf der Nase herumgetanzt wird. Ich halte nichts davor, uns zu unterschätzen. Und ich halte auch nichts davon, zu denken, die Kriminellen seien überlegen oder so stark oder ähnliches. Wenn wir handeln wollen, dann können wir das auch. Und wir haben die entsprechenden Ressourcen und wir sind entschlossen. Unterschätzt uns nicht, sagt der Berliner Innensenator Andreas Geisel. Danke Ihnen für das Gespräch. Der Innensenator der Four Blocks Hauptstadt, wenn man so will. Dankeschön. Wir werden den Kampf gewinnen gegen kriminelle Clans. Das ist mal ein gewaltiges Versprechen des Innensenators von Berlin, der Four Blocks Hauptstadt. Denn jeder Tag, an dem kriminelle Clans unseren Rechtsstaat auslachen, die Regeln missachten, ausnutzen, die Regeln, an die wir alle uns ja halten müssen, ist eine Beleidigung. Diese kriminellen Clans, die sind eine Beleidigung für unser Land. Eine Beleidigung für alle, die jeden Tag hart arbeiten. Und eine Beleidigung vor allen Dingen für all diejenigen, die auf den Sozialstaat hier wirklich angewiesen sind. Musik